Hallo zusammen und willkommen zu unserem neuen Projekt in Minecraft. Wir schauen uns jetzt 37 Folgen lang den QR-Code an. Nein, wir werden einen QR-Code-Generator bauen in Minecraft mit Redstone. Das heißt, wir basteln eine Tastatur, wo man etwas eingeben kann und dann wird es berechnet und dann kommt ein QR-Code raus. Der ist jetzt auch von Hand gepixelt und der Inhalt ist eine ganz einfache Geschichte. Da ist die URL von meinem Kanal verlinkt. So. Gut. Aber zuerst müssen wir so, doch bevor wir beginnen, müssen wir so zwei, drei Sachen noch klären, was ein QR-Code ist und was er denn so für eine Funktion hat. So, ein QR-Code ist ja übersetzt, also schnelle Antwort-Code. Und das ist der Unterschied gerade zum Barcode, weil wenn man einen Barcode ausliest, dann kriegt man eine Nummer und diese Nummer kann man dann über eine Datenbank dann herausfinden, was jetzt das für ein Produkt ist. Und beim QR-Code steckt direkt die Information drin. Man kann hier bitweise, also jedes Modul ist ein Bit, kann man verschiedene Buchstaben, Zahlen, Daten, Musik, Bilder, Viren, Exe-Dateien kann man alles speichern, wenn man will. Und euch natürlich ins Verderben reiten. Ihr müsst hier keine Angst haben, der ist viel zu klein für einen vernünftigen Virus. Hier steckt wirklich nur ein Link drin. Apropos klein und groß. Ich habe jetzt Version 2 genommen, hier. Version 1, das wäre nicht älter, sondern kleiner. Der ist ja 4 Pixel kürzer oder 4 Module. Und da würden nicht so viele Zeichen reinpassen, dass man zum Beispiel einen vernünftigen YouTube-Link nehmen kann. Und ich habe mich jetzt da für Version 2 entschieden. Auch nicht Version 40, weil dann wäre es einfach zu groß und zu langwierig und da wäre ich vielleicht ein Jahrzehnt dran, das zu bauen. So, ihr könnt es auch einfach berechnen. Also Version 2 hat 25 Blöcke. Ist ein ganz einfach rechnen. Also man rechnet 17 plus 4 mal die Versionsnummer. Also 17 plus 4 gibt 25. Der Version 1 hat dann 21 Pixel oder Module. In der Breite und Länge ist hier quadratisch. Und Version 3 hätte dann 29 Module. Noch kurz zum Rand. Also die Idee ist ja im QR-Code, dass man es mit einer Kamera lesen kann. Das heißt, es gibt dunkle und helle Felder. Die dunklen werden als Binär 1 gewertet, die hellen als Binär 0. Und die müssen einen gewissen Kontrast haben. Also wenn es so von hellgrau zu dunkelgrau geht, wird es dann schon schwierig, oder? Und dass der Bildschirm, oder die Kamera besser gesagt, erkennen kann, wo der QR-Code liegt bzw. anfängt, muss eine Randzone da sein, die weiß ist oder beziehungsweise dem hellen Modul entspricht, damit der QR-Code erkennbar ist für eine Kamera. Es gibt auch dann so Funktionsmuster. Wir werden dann im nächsten Teil genau darauf eingehen. Aber die drei großen Quadrate in der Ecke und das eine Quadrat hier sind sozusagen so Funktionsmuster. Die sind dazu da, damit die Kamera erkennen kann, wie er ausgerichtet ist. So, so, so oder so. Und es gibt noch weitere kleinere Funktionsmuster hier drin, aber ich möchte das Thema jetzt nicht aufblähen, weil das werden wir nochmals behandeln. So. Die drei Elemente sind auch bei den QR-Codes immer am gleichen Ort und immer gleich groß. So erkennt auch die Kamera von Weitem, es handelt sich um einen QR-Code. Danach muss sie dann ran und dann erkennen, was steht jetzt da drin. Gut. Ich werde jetzt in diesem ersten Teil, werden wir uns ans Display machen oder ein Bildschirm. Ich werde dazu mal gerade mal ein paar Meter mal dahin gehen. So, wollen wir ungefähr mal hierher. Ja? Wir werden ein Schneedisplay bauen und dazu brauchen wir ein paar Sachen. Mal ein bisschen Redstone, dann ein Werfer. Beobachter braucht sicher dabei sein. Nehmen wir noch einen Hebel mit, dass wir da simulieren können. Schnee natürlich. Und ja, fangen wir mal an. So,
Als erstes haben wir einen Beobachter her. Und hier kommt dann die Zuführung. Und wir machen ein 2x2 Block pro Pixel. Hä? Und das machen wir am besten so rum. Und damit der Bud-Switch nicht gerade hardcore zuschlägt, noch ein Block dazwischen. Und dann unsere Beobachter, Werfer. Und dann sollte es schon das erste Pixelchen fix sein. Jetzt können wir mal kurz schauen, wie es reagiert. Wunderbar, es schaltet ein. Es schaltet aus. Gut. Jetzt habt ihr gesehen, ja gut, jetzt ist grau auf weiß. Hä? So vom Kontrast ja schon schwierig. Jetzt kann man hingehen und einen Rahmen nehmen. Dann bepflastert man die Oberfläche mit den Rahmen. Dann nimmt man eine Karte, die man im Vorhinein vorbereitet hat, die völlig schwarz ist, und pflastert die Wand so rum mit der Karte. Und dann hat man ein 1A Kontrast und die Dinger gehen auch nicht kaputt, weil der Schnee als Luft gehandhabt wird. Hä? Müsst ihr keine Sorgen haben. So, gut. Geht natürlich ein bisschen in die Knie das Ganze, wenn man einen gewissen Bildschirm hat, oder? Es gibt noch eine einfache Sache oder eine andere Möglichkeit. Ich habe ein Ressource-Paket, das 8-Bit-Ding, hops. Ja, ist egal wegen der Version. Fertig. Und das zeigt mir jetzt auf dem Werfer einfach die Frontseite schwarz an. He? So ist das Problem mit dem Kontrast auch gelöst. Ist sogar noch viel eleganter als das andere. So, jetzt müssen wir das Ganze stacken. Dazu nehmen wir unsere Zauberaxt. Dann visieren wir das Ding mal an auf der vollen Größe. Und dann stacken. Wir brauchen 25 am Schluss. Einmal haben wir 4. Und dann machen wir 12. Stack 12. Und die Seite 12. Und dann nach oben. Von hier bis da. Ah, jetzt wird es wieder. Jetzt haben wir dann das große Thema noch. He? Von hier bis da. Und dann müssen wir 24 nach oben. So. Gut. Jetzt ist genau da das kleine Problem. Die einen haben es drin, die anderen nicht. Jetzt machen wir es gerade uns Leben einfach. Wir nehmen den. Wir stacken nach oben, waren es 24, das heißt, wir brauchen plus 25, das gibt 49. Aber mit dem Block natürlich. So, dass wir da 49, oder? Nein. So. Und dann dasselbe. Von hier bis hier 49. So, wunderbar. Jetzt ist einfach die Sache bereinigt, wenn ich es nicht kaputt gemacht hätte. So, sie ist bereinigt. Gut, und jetzt brauchen wir noch einen gescheiten Rahmen. Also, wir können jetzt mal einen Pixel testen. Ja, das kommt 1A. Wir mach mal ein zweites Pixelchen an. Das kommt wunderbar. Wir machen mal das an. Das kommt auch gut an. Okay, das funktioniert schon mal hervorragend. Die Idee wäre eigentlich, dass wir das so haben, invertiert. Hä? Oh. Wir sollten vielleicht. Warte mal, ich muss kurz hier das noch regeln. Ich möchte es nicht so haben. Ich möchte einen Bildschirm haben, der invertiert ist. So. Dann machen wir, wo ist mein Block hin? Natürlich nicht da. Ich brauche hier einen. So. Gut. Dann machen wir es so. 49. So. Wunderbar. Okay. So gefällt es mir besser. Jetzt haben wir aus und das Pixelchen ist weiß. Gut. Und jetzt wollen wir natürlich noch
die Randzone gestalten und da machen wir gerade eine einfache Sache. Wir füllen von 3 Blöcke viel bis hier. 1, 2, 3. Powder Snow. Zap, zap. Wunderbar. Sieht nice aus, hä? Und jetzt können wir hier Pixel aktivieren. Pixel aktivieren. Und wir haben eine feine Sache, hä? Das ist unser Bildschirm. Gut, ich würde sagen, fürs erste Video würde ich sagen, reicht's. Ich möchte gerade euch so vorab ein bisschen erzählen, was euch so erwartet. Es wird höchst interessant. Wir werden erleben in diesem Projekt, was der QR-Code betrifft. Wir haben dann mit dem Fehlerkorrektur-Bit, wir haben mit den Masken zu tun. Wir werden die Funktionsmuster anschauen, genau. Wir werden die Datenmuster anschauen, genau. Also es wird genial. So, ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr werdet die ganze Serie verfolgen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Von den Dingen, die ich hörte, ist mir eines geblieben. Wir gehören zusammen wie die 3 und die 7.